Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Eishorn. Letztes Mal haben wir ja hier die zwei neuen Schlepplifte gebaut und heute machen wir hier das Restaurant. Ich habe da schon mal ein bisschen begonnen, das Terrain vorzubereiten. Genau, umzuschauen, wie genau wir das überhaupt machen wollen. Und ich habe mir gedacht, als erstes mache ich mal hier drunten einen Unterstand, den großen vom AMT. Ich drehe uns den mal richtig hin. Ich glaube, ich kopiere das am besten einfach. Nicht cool. Genau, und so. Den machen wir. Ja, ich scale den jetzt ein bisschen schmaler. Denn ich möchte, dass der hier reinpasst. Wollte ich sagen, Entschuldigung. Und dann machen wir den noch etwas länger. Und ja, so passt es mal etwa. So, dann machen wir mal kurz Replays. Genau, und da möchte ich eine Terrasse machen, so gut wie es geht. Dazu nehmen wir uns mal Building Blocks hervor, Mods natürlich, Building Blocks Remade. Diese Steine eher nicht. Die auch nicht, immer die Frage, was nehmen wir? Vielleicht der da. Mach mal den. Hallo, Taste 3, jetzt da. So scalen uns den mal in die erwünschte Länge und Größe. So noch ein bisschen breiter, und tun den dann so hin, dass er da nicht mehr rausschaut. Jetzt hier. Aha. Und achten auf die Höhe, die will ich nämlich nicht zu hoch haben. Und schieben den noch ein bisschen nach vorne. So. Dann duplizieren wir uns mal hier rüber. Und machen auch hier so ein Ding hin. Aber den tun wir uns nur so weit wie das Ding da. Und die Höhe machen wir auch mal so. Ja. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Ich weiß nicht warum, aber das Lied erinnert mich immer an den Snowcrafter. Genau so. Ah, nee, nicht ganz jetzt. Und dann möchten wir hier noch irgendeinen Zaun machen. Hätte mal gesagt, wir nehmen hier den Rockwall. Rockwood, ja, ich glaube dir da. Rockmetall, ja, der da. Ich mache mir den mal kurz 4 an. Den oben brauchen wir auch noch.
So, dann machen wir hier doch einen schönen Song rundum. Genau. Dasselbe danach dann auch dort drüben. Etwas lang. Hätte vielleicht hier beginnen sollen. Machen wir es besser so. Ja, dann kommt er halt ein bisschen raus. Ist ja nicht schlimm. Hier machen wir einmal minus 90. Ja, wenn ich es anklicken könnte. So, dann eine 0. So, den tun wir uns hier hin. Höhe kopiere ich rasch, damit es genau wird. Nicht wie Glunky Handarbeit. Ach, hier habe ich es jetzt tief höher gesetzt. Oh. Ja, schade, dass es keine Steuerung Z-Funktion gibt. Sollte ja irgend so ein Mod in Entwicklung sein, habe ich mal gehört, aber wie genau das ich weiß ja nicht. So, aber ja, manchmal wäre es halt wirklich praktisch, dass man einfach Steuerung Z machen könnte. Ja, dann machen wir hier schon mal weiter. Kopieren uns rasch. Dann können wir schauen, es ist ein Minus. Ja, da müssen wir hier einfach eine 2, ne, eine 1. Habe ich mich tatsächlich verrechnet. Ja, natürlich ist eine 1, warum nicht? So, und dann gibt es danach auch Tische hin, aber weiter geht's mit meinem Timelapse. We'll be right back.
So, fürs erste wäre jetzt das mal fertig. Genau, Pisten und so machen wir nicht heute. Ach ja, hier unten brauchst du ja noch Tische. Völlig vergessen. Hab gemerkt, es gab kurz einen Cut, da ich kurz weg war. Habe ich das deshalb wohl vergessen. So geht's jetzt. Mal die Laufgeschwindigkeit wieder etwas reduzieren. Bewegungsgeschwindigkeit besser gesagt, denn hier laufen wir ja nicht. Ja, machen wir hier noch ein paar Tische. Nicht so viele, denn extrem viele gibt es hier auch nicht in Real. Irgendwo hat es auch mal ein Limit, sag ich mal. Wir werden dann auch sicherlich noch ein eigenes Restaurant irgendwo bauen. Das heißt so in der Art wie in Silertal haben wir das ja auch gemacht. An der Mittelstation vom Siler Express. Genau, aber dieses Restaurant wäre jetzt mal fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann zeigt das doch mit einem Daumen nach oben da. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.